Gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Uncharted The Lost Legacy. The Lost Legacy. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und yay, es gibt wieder ein Let's Play von mir und es gibt ein Let's Play von der PlayStation 4. Yay. Und wie ihr vielleicht an der Qualität auch gerade so ein bisschen merkt, das Ganze gibt es in 4K. Yay, noch mehr yay. Und warum es in den letzten Wochen mal wieder nichts gab, also keine Let's Plays gab und warum in den letzten Wochen keine Vlogs kamen und so, das werde ich nochmal in die Tage in einem extra Video erklären. Das würde jetzt hier zu weit führen. Es ist gerade Montag früh 3 Uhr nachts, also von Sonntag auf Montag 3 Uhr nachts und ich habe mir das Spiel gestern geholt und habe ewig gebraucht, um die Updates runterzuladen von der PlayStation und. Das lief den ganzen Sonntag, weil ich total beschissenes Internet im Moment zu Hause habe. Ich habe einen Hotspot. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich auch in einem extra Video. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Und das Ganze, wie gesagt, in 4K. Ich hoffe, das funktioniert so alles mit der Aufnahme, aber es sieht gut aus. Da ist wieder irgendwas, was wir uns angucken müssen. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha. Ernsthaft, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Das Handy wurde auf ihrem Foto gespeichert. Oh. Okay. Wo sollen wir denn lang gehen? Setz mal da lang. Was? Hat die mir das geklaut? Nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleine. Eine kleine Diebin. Sie haben einen Schatz gefunden.
Du kannst nicht reingehen, ohne deine Schuhe auszuziehen. Ich weiß. Ich wollte mir nur die Mandapa ansehen. Also wir sind auf jeden Fall in Indien. Was wir genau hier machen sollen, weiß ich noch nicht. Wir spielen Chloe und ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Und den Bösewicht, also die weiblichen Bösewicht aus dem vierten Teil. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie sie hieß. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Nicht uns. Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, ich, Sir, bitte. Oh Gott. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht irgendwie nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Dann da drüben. Ich habe mit dem Mann die Kleine ist es knuffig. Ja, was ist Uncharted Lost Legacy? Ist eigentlich nur eine, so eine Standalone-Erweiterung. Es ist kein DLC, es ist eine Standalone-Erweiterung. Und so ein Ableger von Uncharted, klar. Da seht ihr, so Lost Legacy, Uncharted. Klar, dass die Reihe irgendwann mal weiterging, weil dafür läuft es so gut. Ich freue mich schon drauf. Okay, rote Tür. Das ist sie. Besser als nichts. Der Aufstand. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Also sieht schon echt herrlich aus, weil ich spiele es auch im Moment auf dem 4K. Warte mal, habe ich denn überhaupt 4K eingestellt hier? Jetzt labere ich natürlich und Anzeige. HDR-TV, Hartgröße ändern. Spiel. Spieltipps. Anzeige. Warum kann ich das da? Macht das wohl automatisch. Aber es sieht schon lecker aus. Also mein Uncharted 4 sah ja auch sehr, sehr geil aus. Da erwarte ich das von dem Spiel hier auch. Ah, okay. Ich werde jetzt erstmal nur 3-4 Folgen jetzt aufnehmen können, weil ich gleich noch was anderes aufnehmen will, was auch heute kommen soll. Okay, damit können wir zoomen. Ich suche gerade die Taste, mit der ich rennen kann, aber das kann ich hier wohl noch gar nicht. Ich habe wohl keine Wahl. Wir müssen wohl da durch. Hey, Moment. Hey. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Fass mich nicht an. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey! Wo wohnst du?
Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Uh-oh. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Arafta. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Danke. Arschlöcher. Deren Glück, dass ich woanders hin muss. Da ist die Tür. Und da oben ist was Gelbes. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich gleich irgendwie klettern. Ich hoffe, das klappt alles so mit aufnehmen, weil ich nämlich über OBS aufnehme. Und nicht über die Game Capture. Also ich lasse es über die Game Capture auslaufen, aber oder auslesen. Aber ich nehme OBS auf. Das war Zufall. Ich hoffe, das läuft alles so, wie ich es mir vorstelle. Hast du Feuer? Ich rauche nicht. So nicht zu rauchen. Wenn ich es nicht verkaufen kann, will ich es nicht. Ah. Nathan Drake. Das hätten wir. Boah, ich habe eine fucking Mücke, die mir ins Gesicht rumfliegt. Das ist ja ekelhaft. Ich brauche Schlaf. Du kannst im Laster schlafen. Nein, danke. War's das dann? Fast. In der Gasse sind noch welche. Heute Nacht geht's los? Ganz kaum erwarten. Hab genug von diesen Leuten. Nein. Assaf sagt noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Verdammt. Denk an das Endziel, Bruder. Hast du noch die Flasche Kokosarak? Vielleicht. Was ist sie dir wert? Meine ewige Dankbarkeit. Ja. Und ich bin dran. Oh, ich habe hier so eine ekelhafte Mücke, die die ganze Zeit hier rumflattert. Schon ein bisschen ekelhaft. Pink Lotus. Was soll das heißen? Lange genug. Ich bin bei Assaf seit der ganzen Linie nach Plunder abklappt. Ich kann es kaum erwarten, richtig zu kämpfen. Hier ist eine Scheiße. Ich weiß, ich habe mich ja überhaupt nicht spoilern lassen, um was es im Spiel eigentlich genau geht. Lass mich mal überraschen. Vorsichtig. Ich habe genug von diesem kleinen Kram. Wann kämpfen wir gegen die Tyrannen? Assaf sagt, er braucht mehr Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen Witz. Das werden sie nicht mehr lange. Ah, okay. Was? Ups. Okay, die KI ist nicht die intelligenteste. Warum? Nicht bewegen! Verdammt! Wie? Was kommt der denn her? Verdammt!
Ich wollte gerade testen. Nein? Ah, okay. So versteckt die sich. Das hat sie nämlich eben nicht gemacht, weil ich die falsche Taste wahrscheinlich gedrückt habe. Okay, aber sneaky war ja noch nie mein Ding. Alter! Das war dezent laut. Indische Armee meint es ernst. Ah, Big Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Ob auch Nathan Drake drin vorkommt? Schichtwechsel. Vergiss das Dach. Ach, Scheiße. Ziele, das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Okay, irgendwas funktioniert ja nicht so ganz. Ah, okay. Okay, ich muss mal ein bisschen üben. Ein Entkommen, Kleines. Wo kommt sie denn her? Du bist zu spät, Fraser. Hör dich auf, dich zu sehen. Ach du Scheiße, sie haben unsere erste Einheit zerlegt. Haltet sie auf. Alter, das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Vor allem, warum die keine Waffen dabei? Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Gut, aber ich... Genau, ich will an der Stelle eine Pause machen. Das ist nämlich der perfekte Moment dafür. Also, es wird jetzt ab heute wieder regelmäßig Let's Plays geben. Ich werde heute mit Uncharted anfangen. Heute wird vielleicht noch Horizon Zero Dawn kommen. Damit will ich nochmal von vorne anfangen. Dann muss ich mal gucken, ob ich das gleich noch aufnehmen kann. Wie gesagt, es ist jetzt mittlerweile schon kurz nach drei. Und ich muss heute eigentlich noch nach Hamburg fahren, heute Mittag. Mal schauen, ob ich das jetzt noch schaffe. Weil ich will jetzt hiervon noch zwei, drei Folgen aufnehmen. Und ansonsten wird damit morgen... werde ich damit morgen beginnen. Ab übermorgen wird es Destiny geben, ab dem 6. Also heute ist der 4., 5., 6., genau, ab übermorgen wird es Destiny geben. Und ja, und dann schauen wir mal, wie es die nächsten Tage so weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgens wieder zu einer weiteren Folge. Vielen Dank, bis morgen, ciao.